Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Ja, wie ihr seht, in dem neuen Fahrradständer kann man das Fahrrad auch auf den Kopf rum aufhängen und hat das so auf eine ideale Arbeitshöhe, vor allem wenn man die Räder demontieren und montieren muss. Ich habe ein Problem mit meinem Freilauf. Normalerweise klickert der immer schön, läuft ganz sauber. Jetzt klickert der gar nicht mehr, rubbelt und macht so komische Geräusche und ich habe ihn auch nicht mehr gehört im Freilauf und es ist auch verdammt viel Spiel drin und es ist Knies drin. Und dann sehen wir uns am Schraubstock wieder, wenn wir den Freilauf abbauen. Bevor ich jetzt anfange, den Freilauf loszuschrauben, nochmal eben kurz. Klar ist natürlich, der Zahnkranz muss ab, die Achse muss raus. Vollkommen egal, ob ihr eine konusgelagerte Narbe habt oder Industrielager, also Welzlager drin. Auch wenn ihr Bremsscheibe habt, baut bitte die Bremsscheibe ab. Einmal natürlich auch wegen Schmutz und Öl, aber wenn man mal abrutscht, ja, an so einer Bremsscheibe kann man sich auch verdammt gefährlich schneiden. Es kann immer mal was passieren, also alleine schon aus Verletzungsrisikogründen und natürlich auch, dass ihr dann, falls was passiert, keine neue Bremsscheibe braucht, auch deswegen einmal abbauen. So, für den Halospin-Freilauf benötigen wir einen 11 mm Imbus. Der ist jetzt schon ein bisschen angekratzt hier, weil ich den schon öfters mal im Schraubstocker hatte. Und am besten einen Drehmomentschlüssel oder einen normalen Schlüssel mit einer Verlängerung. Wir gehen von der Bremsscheibenseite bei dem Freilauf rein. Und wir haben hier schon unsere erste Schraube. Die Schraube ist ganz normal angezogen im Uhrzeigersinn mit ca. 50 Newtonmeter. Die müssen wir jetzt einmal lösen. Das ist so ähnlich wie bei den Shimano-Freiläufen. Ja, die haben auch einfach nur eine so eine Mutter, aber die ist dann von der Seite geschraubt. Jetzt gehen wir wieder von der Innenseite her. Nicht von außen. Und jetzt müssen wir zum Rücktritt, also nach hinten treten, lösen. Niemals von außen rein, immer von innen rein, ja? Also nicht versuchen, den Freilauf irgendwie von außen zu lösen, immer von innen lösen. Unter Umständen sitzen die schon mal richtig schön fest, wie ihr seht hier, der geht auch nicht gerade sehr einfach ab. So, jetzt habe ich aber das erste gemacht. Jetzt kann man auch drehen, von hier mit einer kleinen Knarre weiterschrauben. Ihr seht also, er geht wirklich schon, es geht nicht einfach, ja, es ist nicht so wie bei den Shimanos. Der sitzt also wirklich schon echt richtig stramm fest da drin. So, ich habe das Ganze hier jetzt ein bisschen sauber gemacht. Jetzt sieht man auch, hier liegt also eine kleine Dichtung noch vor. Ja, da bitte drauf aufpassen. Und hier hinten liegt eine Scheibe vor. Und auf das Gewinde auch aufpassen, dass das nicht beschädigt wird oder beschädigt ist. Und jetzt auch mal eben zeigen, warum ihr als erstes den die Hohlachse oder die Hohlmutter lösen müsst. Die sitzt nämlich hier hinten drin und zieht quasi den Freilauf nochmal gegen, damit er sich nicht lösen kann oder irgendwas Schlimmeres passiert. Ihr kriegt jetzt erstmal ein ordentliches Ölbad bzw. WD-40 Bad von mir. Und jetzt werden wir den mal richtig schön ordentlich ausspülen. Ihr seht, da kommt auch richtig ordentlich, richtig schön Dreck raus. Damit spülen wir natürlich auch eventuell Fett raus, was noch drin ist, ist klar.
Aber da bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, ne? Also er klickert auf jeden Fall wieder. Freilauf fertig gebadet, alles sauber gemacht, kontrolliert, läuft super. Jetzt habe ich schon mal ein bisschen vorgefettet, ja, um zu gucken, ob auch wirklich alles in Ordnung ist. Ich zeige euch mal eben, wie ich das gemacht habe. So, am Schraubstock angekommen. Ich lege den immer hier so drauf, dann kann ich ihn hier so ein bisschen drücken und drücke quasi hier so die Rille frei. Ja, ihr seht also, wie ich den hier so bewegen kann. Und wie gesagt, ich habe den schon ein bisschen vorgefettet, um halt zu gucken, ob alles in Ordnung ist, ob sich das überhaupt lohnt. So, und dann kann ich den hier so ein bisschen drücken und dann setze ich die Spritze hier so an. Und dann seht ihr schon, wenn ich hier so leicht drücke, wie sich das Fett hier in der Ritze verteilt, ja? So. So. Setzen schon mal den Dichtring drauf. Jetzt können wir den umdrehen. Und jetzt machen wir das gleiche hier von der Innenkante. Und zwar genau hier rein. Ja, dazwischen. Weil da halt auch immer ein bisschen Reibung entsteht. So, das war's. So können wir das lassen. Wichtig beim Zusammenbau ist, dass hier auch die Fläche schön sauber ist. Die Distanzscheibe legen wir hier rein. Jetzt nehmen wir unseren sauber gereinigten und frisch gefetteten Freilauf. Setzen wir den ganzen Teil gerade an. So, wichtig ist hier auch wieder den Freilauf von innen nachziehen. Nicht von außen, so wie ich das jetzt gemacht habe, festziehen, sondern von innen nachziehen. Am besten auch wieder einen Drehmoment. Newtonmeter, 40 bis 50 Newtonmeter. Jetzt nehmen wir die Gegenholschraube und die wird ganz normal auch mit 40 bis 50 Newtonmeter angezogen. So. Fertig.
Ja, und das war's auch schon wieder. Ich bin zufrieden, der Freilauf läuft super. Ich habe keinen Knacken mehr da drin, ich habe keinen Knarzen mehr da drin, ich habe keinen Schlagen mehr da drin. Das Spiel ist auch deutlich weniger geworden, als es vor dem Fetten und Säubern war. Die passenden Videos, Zahnkranzkassette wechseln und Lager, Konus gelagert und natürlich auch hier von der Harlow-Spin bzw. Welslager oder Industrielager, wie man so schön sagt, gelagerte Narbe, Achse wechseln, verlinke ich euch alle hier oben in diesen Reitern und natürlich auch unten in der Infobox. Und damit würde ich mich natürlich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Hat euch das Video nicht gefallen, dürft ihr auch einen Daumen nach unten geben, darüber freue ich mich aber nicht. Und in diesem Sinne, ich bin raus, ciao, bis zum nächsten Video.